Deutsche Ingenieurskunst. Das ist ein Panzer. Wie locker der aber so ein Ding fährt, ne? Ja. Also Leute, wir fahren hier gerade mitten über Stock und Stock. Guck mal, ich sehe hier so ein Loch, pass auf. So, Next ist, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren, ne? Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es schön. Das ist voll schön. Ich komme mir vor wie so ein, wie bei der Bonanza Ranch. Kann man eigentlich treffen mit so einem Ding? Wir müssen die Sperre hier raus. Ich liebe dieses Auto. Hier so wieder raus, meinst du? Ja, okay, kein Problem. Nehmen wir die Ausfahrt hier. Nehmen wir die Ausfahrt. Könnte mal ein neues Hobby werden, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, wie schnell wir hier langfahren, ne? Und man hebelt sich voll geschmeidig an. Ja, das sind locker 60 Klamotten jetzt hier. Ein G500 4x4 hoch 2 würde ich auch arg gerecht bewegt werden. Guck mal, wenn du hier so ein bisschen was hast, musst du da auch durch, ne? Hier kann man auch lang fahren. Wir fahren einfach neben dem Weg. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil? So kann man den Tuningboy glücklich machen, weißt du? Ja, voll. Das ist für uns, aber nicht nur wir. Das ist gerade eine ganz neue Welt. Ja, da wo man eigentlich nicht drüber fahren sollte mit einem tiefen Auto. Das suche ich gerade. Ich suche gerade die Problemfälle. Weil, muss man denken, wir haben ja 8 Stoßdämpfer hier in dem Auto. Ja, die sind, ich habe gesehen, da sind KW-Aufkleber drauf. Die sind also elektronisch verstellbar. Wir können hier noch auf Sport gehen und auf Komfort. Aber ich denke, auf Komfort ist es auf jeden Fall besser im Gelände. Aber über die Technik reden wir eh in einem anderen Video. Wir wollen erstmal eine Runde spielen hier. Alter, schnell, guck mal hier. Geh mal raus. Hä? Geh mal raus. Nicht, dass er reinplumpst. Nein, ich. Meinst du? Ja. Das könnte ultrativ sein. Meinst du, dass es direkt abfällt? Ja. Da ist so eine Start-Stopp-Automatik gerade total sinnvoll. Du hast recht. Ich kann es gleich mal senken. Ich kontrolliere das einmal. Ich bin jetzt hier professioneller Offroad-Fahrer. Einmal mit rum, aufsteigen. Bear Grylls. Ach so. Ich muss das geil wieder auch testen. Natürlich. Matsche. Mach gleich Blumen. Weißt du was? Hä? Ich würde sagen, wir steigen bei irgendeiner Runde in den Carporn ein. Los geht's! What's up to my haters? I fucked around and sang a hook like I need a baker. Neon icon, 57 city tournament. I'm first class to Spain, you still buying Ralph Lauren. Mike, rock Harachis, I flip photo, Porsche, big body. My shirt say Versace, TV screen in my left pocket. I'm from California, but I done moved to Texas. My bad, I'm dyslexic in the Fordo Mango Lexus. Auf jeden Fall, was kann man wählen bei dem Auto? Man kann verschiedene Differentialsperren wählen. Wir können hier einmal das Vorderachsdifferential sperren. Sieht man das, Nomi? Ja. Vorderachsdifferential, dann sind quasi die antreibende Kraft für beide Räder geht gleichmäßig auf die Vorderachse drauf. Wenn wir das Mitteldifferential sperren, ist quasi die antreibende Kraft, die nach vorne und hinten geht, starr. Da regelt er nicht mehr zwischen, wie viel geht nach vorne, wie viel geht nach hinten. Und wenn du hier die Hinterachssperre sperrst, ist hier die antreibende Kraft rechts und links auf die beiden hinteren Räder gleich. Das ist so meine Option, die ich habe, um halt zu entscheiden, wo ich hochkomme, wo ich nicht hochkomme, was hier so zum Kraxeln geht und was nicht. Platz? Ja. Ist das geil? Guck dir das an! Krass! Ich meine, wahrscheinlich alle Offroad-Freaks lachen mich jetzt gerade total aus. Ja, aber für mich ist es total geil. I love it! Ja, ein neues Hobby ist geboren. Also, wenn du das von hier so siehst, ne, hätte ich nie gedacht, dass du da durchkommst. Das ist, weil es ja genau fürs Auto blöd ist. Weil da, wo genau, nämlich beide Achsen unten sind, ja, kommt der ganze Scheiß hoch. Ohne Sperre ziehen, gar nichts. Einfach normaler Modus. Und schick da mal eine ML drüber. Oder ein Cayenne. Der hängt sich auch. Der bleibt für immer hier. Wow. Kommen wir da durch? Wenn wir das schaffen, sind wir richtig gut. Das sieht richtig fett aus, ne? Klappt das? Ich weiß es nicht. Aber links, oder? Nein, links auf jeden Fall.
rechts das Ultraloch. Das sieht schon hardcore aus, ne? Ja. Also rein theoretisch müsste das gehen. Geh du mal außen mit. Und du musst mir sagen, wie viel Boden frei ist. Ja, da ist noch Platz. Ja, ne? Nee, da komm ich nicht weiter. Das ist heftig, ne? Guck mal, Alter. Aber meinst du, komm ich hier raus? Alter! Ey, was ist das für ein Auto? Wie der EU-Fan, ne? So, als ob nichts ist. Was ist hier? Boah, Kollege. Guck dir das an! Der Feind eines jeden Automobils. Ist das geil. Guck mal! Brauchst du ein Automobil? Hast du doch. Stoppt nicht keiner mehr. Guck mal jetzt. Normalerweise würdest du ja drehen. Aber drehen nicht. Wir denken uns, wir fahren einfach weiter. Und ganz ehrlich, hier kannst du einfach mal Welt fahren. Du musst dich einmal lenken. Guck mal, wo wir sind. Wenn wir uns nicht bewegen, sind wir in dem Feld so eine rote Blume. Und keiner findet uns. Hammerherbe. Ich bin richtig beeindruckt. Guck mal die Spuren, die wir gezogen haben. Ey, ist ohne Scheiß, ne? Das muss erstmal einer. Das muss erstmal ein normales, kaufbares SUV, was du im Laden kaufen kannst, nachmachen. Ich weiß nicht, ob es gerade rüberkommt, was wir machen, weil ich kann Nobby nämlich nicht rausschicken. Aber was hast du, Nobby? Hä? Stell dich nochmal hier hin und ich fahr jetzt nochmal hier rein. Ah, okay. Hallo, Nobby! Hallo! Jetzt geht's hier wieder hoch. Achte mal auf den Weg. Hey, hey, hey! Bergauf ist aber ganz schön bumpy. Kein Wunder, wo so Brocken da liegen. Wir können doch einfach bergab hier lang. Hey, was ein Auto. Boah! Uiuiuiui! Der war knapp, ey. Was ist hier denn komplett zerhauen? Mit dem Chef erlebst du was, ne? Ein Tag fährst du 350, anderen Tag fährst du 10. Oh, schön, ne? Voll. Also, mir macht das mega. Voll Spaß auch. Mega. Ui, jetzt kommt mal. Oh, das haben wir spät gesehen. Das war 18. Aber anstrengend ist das, ne? Voll. Also, als Beifahrer schon. Ja. Mhm. In der Region keine Staus im Moment. Nee, das glaube ich auch. Dass hier keine Staus sind, statt hier, glaube ich auch. Aber hier lang noch? Guck mal, jetzt drehen zum Beispiel die Räder vorne durch. Jetzt sperre ich das ganze Zeug mit Vorderachse, weil da nämlich die Steine sind, ist da die Traktion weg. Deswegen gebe ich Traktion, ob das linke Rad, das auf dem Boden steht. Krass, ne? Du fährst rüber. Sperre wieder raus und weiter geht die Fahrt. Alter, mehr Dschungel geht nicht, oder? So richtig Dschungel, ne? Diese Blätter. Ja, das Blätters. Blätter, ey. Das, sind das ist wie bei Predator. Oder Far Cry. Ja, auf jeden Fall. Wir haben rausgefunden, Gelände geht problemlos. Eigentlich alles, was du so im normalen Gelände findest, wirst du normal durchfahren können. Haben wir jetzt gelernt. Federweg ist Oberende da. Weil du fährst aus der Bombe, denkst, jetzt setzt du auf, dann siehst du das Federbein so. Machst so einen langen Arm und du fährst wieder weiter. Power ist auch genug da? Sind wir jetzt rechts oder links lang gekommen? Das habe ich mir auch gefragt. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Da gekommen, ja. Glaube ich auch. Für mich ist das gerade voll geil und voll Abenteuer, weil es was ganz anderes ist, ne? Rennstrecke, Asphalt, Gripniveau, Peitschen hier und da. Hier ist einfach nur Unfall oder nicht? Das sollte man öfter machen, ne? Finde ich auch. Ich finde, wir sollten den Porsche hochlegen. Ja. Ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Stadt. Okay. Ich habe Hunger, wir fahren zu McDonald's. Ja, machen wir. So, erster Alltagstest mit unserem schicken G500 4x4 hoch 2. Und zwar kann man in einem... Kann man in einen McDrive fahren bei McDonald's? Kommt man wieder raus, das ist die Frage. Ich habe immer noch von unserem Feldtrip gerade... Es sind ein paar Pollen im Deine Kopf. Deine Cappy ist auch komplett voll. Auf jeden Fall werden wir gleich gucken, ob wir durch ein McDonald's kommen. Ich glaube auch, es wird schwierig. Ich glaube schon sehr... Und Kommunikation wird auch, glaube ich, sehr schwierig. Und auch die Lebensmittelübergabe wird, glaube ich, auch sehr lustig. Und wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht sehen bei McDonald's, weil bei McDonald's wäre es nicht so lustig. Deswegen machen wir jetzt hier alles undercover. Was willst du haben, Nobby? Ich nehme eine Cola. Was willst du essen? Ich nehme eine Cola. Cola? Ja. Kriegst du. Komm wieder. 2,80 Meter, sagt das Schild. Jetzt wird der X5 da durch, warte mal.
Wenn der. Doch, da kommen wir durch. Ja, klar. Aber Niger. Du fährst mit deinem G500 4x4 hoch 2 einfach durch den McDrive. Die Leute, die vorne sind, denken sich, machen auch schon eine Bestellung, bevor der McDonald's abgerissen wird. Oh, durch das Tor kommen wir durch. Jetzt kann man doch endlich mal oben lesen, was auf der Karte steht immer. Hallo, willkommen bei McDonald's. Einmal Bestellung bitte. Hallo, eine Cola Light. Und ein Sprite. Eine normale Cola Light. Normale, also mittlere? Ja. Und zwei Snack Wrap Caesar bitte. Ich bekomme einen so einen Brain Freeze Mango Ananas. Mango Ananas in groß? Den nehme ich. In groß? In groß. Das, ja? Ja. Das ist schon eng, ne? Also es fühlt sich schon unangenehm an. Oh, das war schon knapp. Boah, geh mal her. Hier nach rechts hast du noch ein bisschen Platz. Hallo. Big Mac und ein Cheeseburger? Nee. Redest du eigentlich oft mit Leuten auf der Höhe? Ja, eigentlich. Ehrlich? Wer denn? LKW-Fahrer? Zum Teil Busfahrer auch. Busfahrer? Busfahrer kommt hin, ja. Manchmal auch eine Fußballmannschaft, so mit 30 Mann. In diesen Transportern? Genau. Aber die sind, glaub mir, die sind nicht so hoch wie wir. Warum ist der McDonald's-Boden immer flutschig? Ich würde gerne wirklich eine Erklärung haben von jemandem. Wieso ist der McDonald's-Boden so flutschig? Immer. Von Fett vielleicht. Ja, weil der ist ja extra immer so flutschig. Dann frag ihn mal. Entschuldigung. Warum ist der Boden bei McDonald's immer so flutschig? Jean-Pierre? Ja. Alles gut? Ich liebe deine Sendung. Danke sehr. Das ist mein erster Tag am Drive und schon kommen sie. Ehrlich, erster Tag? Er macht seinen Job sehr gut. Seine Mutter! Was, seine Mama ruft ihn an? Junge, mach das gut bei McDrive. Tschüss. Danke sehr. Also ich würde sagen, das geht. McDrive mit dem G500, tschüss. Du musst nicht jetzt einen Pöller stehen lassen.